Brüder und Schwestern in Christus, ich habe mir, als ich das Evangelium gelesen habe, vorgestellt, wie Jesus damals gewesen ist. Also, er sitzt im Tempel, hat da die Leute gelehrt, die ihm zuhören wollten. Und dann setzt er sich, ein bisschen gebückt, und schreibt irgendetwas auf der Erde mit seinem Finger. Wie ich noch ein bisschen jünger war, habe ich das auch manchmal gemacht. Mich irgendwo hingesetzt mit einem Stock und habe da in der Erde herumgestochert ein bisschen. Ich glaube, ihr kennt das. Und so stelle ich mir Jesus in dieser Situation vor. Dass er da sitzt, ein bisschen gelangweilt, er hat nichts zu tun. Ja, einfach so. Und zu diesem gelangweilten Jesus kommen dann wieder Schriftgelehrten, Pharisäer. Die haben ihm vielleicht zugehört, wie er im Tempel da geredet hat. Und jetzt bringen sie ihm ihr Anliegen vor. Ein für uns vielleicht ein bisschen merkwürdiges Ehebruch heutzutage ist Verletzung, aber im Grunde genommen, ja, kann man es überleben. Damals wurde es mit dem Tod geahndet und seinen Fall bringen sie zu Jesus, eine Frau. Und sie fragen Jesus, was sollen sie mit ihr tun? Und Jesus antwortet am Anfang nicht, weil ich glaube, der ist immer noch gelangweilt, vor allem von dieser Frage, die ihm gestellt wird. Wenn ihr die Geschichte des Volkes Israel ein bisschen im Kopf habt, spielt es sich immer so ab. Gott tut was Gutes für das Volk Israel. Die sind eine kurze Zeit lang begeistert, tun, was Gott ihnen aufgetragen hat oder wozu sie sich selber verpflichtet haben. Dann fallen sie von Gott ab. Und das ist dann wieder eine längere Geschichte, wo sie leiden und flehentlich klagen, wo Gott auch ein bisschen zornig wird, dann tut er wieder was Gutes für sie und die Geschichte geht von vorne. Also die ganze Bibel, das ganze Alte Testament ist immer dieselbe Geschichte im Grunde genommen. Und ich denke mir, dass Gott eigentlich mit uns Menschen sich ziemlich langweilen muss. Das ist immer dieselbe Geschichte. Er tut für uns etwas Gutes und jeder von uns lebt. Das ist schon mal was Gutes. Dann ist man eine Zeit lang begeistert, naja, dann wieder nicht mehr. Man tut sich schwer und so weiter. Und Gott, glaube ich, ist es langsam leid, sich das Ganze anzuhören. Deswegen sitzt dieser Jesus da so gebückt und macht irgendetwas, was ziemlich uninteressant ist. Auch als die Schriftgelehrten und Pharisäer ihm diese Frau bringen, die in Not ist, ja, er hat keine Lust, eine Antwort zu geben am Anfang. Und trotzdem antwortet er. Aber warum Jesus eigentlich gelangweilt ist? Ich glaube, einen Hinweis dafür gibt es in der zweiten Lesung im Philipperbrief, wo Paulus schreibt, seinetwegen, also in Christi willen, habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Also die Übersetzungen, die wir haben, Einheitsübersetzung und alle anderen, die sind sehr nett. Dieses Wort Unrat, also das wird hier so wiedergegeben, benutzt Paulus ein einziges Mal. Also es kommt in der Bibel ein einziges Mal, weil das ist nicht Unrat, nicht Mist, sondern ihr könnt euch dazu denken, solche Worte sagt man nicht in der Öffentlichkeit. Das ziemt sich nicht. Aber Paulus nennt die Sache beim Namen. Er sagt, alles, was ich um Christi willen aufgegeben habe, ist Mist, ist nichts wert. Weil das, was ich mit ihm habe, alles ist. Das ist dieser Vergleich mit Gott. Hat alles einen besonderen Wert, ohne Gott ist es wertlos. So Paulus. Und ich glaube, deswegen sitzt Jesus da so gelangweilt
im Tempel. Weil die Pharisäer und Schriftgelehrten müssten es eigentlich besser wissen. Und Jesus weiß es auch. Im Gesetz des Moses steht es nicht, wenn ihr eine Frau beim Ehebruch ertappt habt, dann steinigt sie, sondern wenn ihr eine Frau und einen Mann beim Ehebruch ertappt habt, steinigt beide. Ja, der Mann hat sich irgendwo dahin und davon geschlichen oder keine Ahnung. Sie bringen nur die Frau und sie wissen, wie das Gesetz ist. Eigentlich müssen sie steinigen, das ist klipp und klar. Tun es aber nicht. Und es geht jetzt nicht darum, sich damit auseinanderzusetzen, mit Ehebruch und so weiter, sondern sie wollen Jesus eine Falle stellen, wie es die Jünger dann später bemerkt haben. Deswegen steht es im Johannesevangelium, sie wollten ihn auf die Probe stellen. Und auf solche Spielchen lässt sich Jesus nicht wirklich ein. Aber Gott ist einer, der uns Menschen helfen will. Er weiß, dass wir uns in unserem Leben mit Unrat, mit Mist, mit unwichtigen Dingen immer wieder beschäftigen. Dass die Gesetze, die wir uns selber machen, uns wichtiger sind als das, wozu Gott uns einlädt. Dass so vieles einen großen Stellenwert bei uns hat, obwohl es in den Augen Gottes nichts wert ist. Was nützt ihm der ganze Weihrauch und unsere Gebete? Nicht wirklich etwas. Das soll uns ermöglichen, uns ihm zu nähern. Deswegen das Ganze. Aber was macht Jesus mit diesen Pharisäern und Schriftgelehrten? Ja, er weist sie in die Schranken, nicht weil Jesus so böswillig ist und nichts Besseres zu tun hat. Ja, er könnte weiterhin auf der Erde mit seinem Finger schreiben, war wahrscheinlich für ihn interessanter als mit den Pharisäern zu reden, also anscheinend. Aber er wendet sich ihnen zu und sagt, um ihnen zu helfen, zu verstehen, was der Kern der Sache ist, naja, schaut auf euer Leben. Habt ihr das Recht, über sie zu urteilen? Wenn ja, ja, streckt das Urteil vor. Und Jesus zeigt ihnen, wie ihre Herzen eigentlich sind. Dass sie nicht darauf sind, die Gesetze Gottes zu beobachten. Sie tun es nicht einmal, wenn sie diese Frau zu Jesus bringen. Nicht einmal in dieser Tat beobachten sie die Gesetze, die Mose ihnen gegeben hat. Noch weniger, wenn sie auf ihr eigenes Leben blicken. Und dann gehen sie, vielleicht beschämt, aber Jesus gab ihnen die Möglichkeit, ihr Leben zu ändern. Vielleicht hat der eine oder der andere die Möglichkeit auch ergriffen dann später, und ist einer der Jünger Jesu geworden. Das wissen wir nicht, ist auch nicht wesentlich. Wesentlich ist, Gott gibt die Möglichkeit zur Veränderung. Den Pharisäern zuerst und den Schriftgelehrten, die von ihm eigentlich etwas wollen. Auch wenn es vielleicht in diesem Moment auf den Tod Jesu hinausläuft. Aber sie wollen was von ihm. Und er gibt ihnen das, was sie nötig haben. Nicht irgendwelche Mist, ein neues Gesetz, eine neue Auslegung, sondern die Möglichkeit zur Umkehr. Aber dabei bleibt Jesus nicht. Da ist noch diese Frau, die da ziemlich alleine steht. Und vielleicht wollte Jesus mit ihr auch alleine sein. Deswegen hat er die anderen irgendwie so ein bisschen unsanft weggeschickt. Vielleicht war es auch einer der Gründe, weil er sie auch liebt. Und bei ihr ist es noch einfacher. Sie weiß schon, was sie verbockt hat. Er muss es ihr nicht erzählen. Sie steht da und weiß nicht, was sie tun soll. Und Jesus sagt Worte, die wirklich heilsam sind. Ich verurteile dich nicht, obwohl ich ganz genau weiß, was du gemacht hast.
obwohl er auch das Recht hätte, über sie zu urteilen. Er ist ja der Sohn Gottes selbst, ohne Sünde. Er könnte, tut es nicht. Welches Recht haben dann wir, über andere zu urteilen, stellt sich die Frage. Und das Nächste ist eigentlich das, was er mit den Pharisäern gemacht hat. Er sagt ihr, geh und sündige nicht mehr. So einfach ist das. Und das schreibt auch Paulus an die Philipper, dass er sich nach dem ausstreckt, was vor ihm liegt, und nicht nach hinten schaut. Lässt du dich von der Sünde bestimmen, dein Leben, von deinen Fehlern, oder wirst du dich nach Gott ausstrecken? Das ist hier die Frage, die gestellt wird. Also von Gott zumindest. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Evangelium in diesem Lichte zu sehen. Einen vielleicht ein bisschen gelangweilten Gott, dem es langsam leid ist, immer wieder dieselben Auseinandersetzungen zwischen uns zu beobachten, sich das Ganze anzuschauen, wie wir miteinander umgehen, was für ein enges Herz wir manchmal haben. Und der trotzdem nicht wütend wird, sondern voller Mitgefühl auf dich und auf mich schaut und sagt, ich verurteile dich nicht. Geh und mach den Mist nicht mehr. Fange mit deinem Leben was Sinnvolles an. Fange dein Leben mit Gott an. Dann wirst du erkennen, wie Paulus es erkannt hat. Alles, was du um Gottes Willen aufgibst in deinem Leben. Weil wenn man den Weg mit ihm geht, wird man einiges aufgeben. Das ist nichts wert eigentlich. Weil du Größeres bekommst. Du wirst vielleicht nicht reicher, wenn du mit Gott deinen Weg gehst. Oder zufriedener. Muss auch nicht sein. Aber du wirst dein Glück mit ihm finden. Und wirst wissen, das, was ich habe, das kommt von ihm. Das hat einen Wert. Und das ist das, was Gott uns entgegenstreckt. Immer. Ob wir das wollen oder nicht. Manche sind dadurch ein bisschen verunsichert dann. Aber er streckt uns das Gute entgegen. Und was müssen wir tun? Ja, nicht in den Staub kriechen und Buße tun, nein, sondern es ergreifen. Buße ist auch wichtig. Dafür gibt es die Beichte und so weiter. Ich will das nicht kleinreden, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern deine Haltung. Will ich den Weg mit Gott gehen oder nicht? Und wenn ich Ja sage und diese Sachen ergreifen will, die er in der Hand hält, dann ist die Buße und Umkehr etwas Natürliches. So auch der Beichtstuhl. Ich lade euch dazu ein, zu schauen auf das eigene Leben, wo du selber vielleicht fehlst, wo du dich mit Dingen beschäftigst in deinem Leben, die manchmal sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die wirklich unbedeutend sind. Wenn ich mir manchmal die Gespräche anhören muss über das, was in der Kirche schiefläuft und was wir ändern müssen und so weiter, da werde ich auch müde. Mach etwas daraus. Mach etwas daraus, dass du getauft und gefirmt bist. Setze dich ein, da wo du kannst. Und lass das leere Gerede, denke ich mir manchmal. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei der Umkehr des Herzens. Es sind noch 2 Wochen bis Ostern. Das ist eine gute Zeit für die Vorbereitung auf sein Kommen, auf seine Auferstehung, damit das Leben, das in ihm ist, auch in uns Wohnung nehmen kann.